Ja, Leute, heute wollte ich euch mal noch mal zeigen, wie das so mit so einer Andockstation geht. Dafür sind diese gelben Knöpfe da. Oh, ich bin schon ein bisschen zu weit gefahren. Oh, ich glaube, man Rückwärtsgang einlegen. Ah, oh, siehst du, nicht ganz getroffen. Das ist nämlich ein bisschen problematisch, wenn man hier so im Schatten das Ganze haben will. Da muss man auch mal im Spiegel gucken, ob man den Schlauch nicht abrasiert, weil ich habe hier auf meinem Hof überhaupt keinen Platz. Und mit so einem 18 Kubikfass hier rumzurangieren, da muss man schon ein bisschen üben. So, jetzt haben wir den Rüssel hier eingeführt. Jetzt mache ich die Pumpe an. Und dann gibt es so eine kleine nette Fernbedienung dafür. Da kann man jetzt auch aufmachen, dann sieht man, dass die Spindel oben hochfährt. Wenn die ganz oben ist, also sich nicht mehr bewegt, ist das Ding auf. Vorher sauge ich den Tank unten leer. Jetzt gebe ich meistens so 350 Umdrehungen, weil ich habe einen 6 Zoll Schlauch dran zum Saugen. Mehr macht keinen Sinn. Und dann sieht man auch schon langsam, wie der Füllstand hochgeht. Jetzt am Anfang eher schneller, in der Mitte denkt man, der ist angenagelt, aber dass das Fass auch so breit, das ist dann relativ wenig, wo es hochgeht. Ich drehe noch mal ein Video unten von der Andockstation. Ich habe noch so ein paar Anmerkungen dazu, wo man darauf achten sollte, wenn man die 12 Volt zum Hammer Andockstation hat. Da gehe ich gleich noch mal nach dem Schnitt drauf ein. So, ich habe das mal folgendermaßen gemacht. Ich habe mir aus dem Internet hier so eine Edelstahlwanne besorgt. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und dann habe ich mir hier so ein Edelstahlprofil besorgt und habe diese Andockstation quasi, die Rollen gehören durch diese Rohre da durch. Das haben wir dann quasi da so dran befestigt. So kann ich die überall benutzen, weil der Rücklauf geht sonst in eine Bohrgrube. Ich habe hier bloß keine. Deswegen ist das sehr gut. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr so eine 12 Volt Andockstation habt und ihr habt Probleme, dass sie so nach 4 Wochen nicht mehr auf und zu geht, dann müsst ihr unten das Küken rausbauen aus dem 3-Wege-Hahn unten. Dann ist das Ding falsch eingestellt. Kommt nicht auf die Idee, mit dem Rohr das wieder gängig zu machen. Dann brecht er nämlich die Messingwelle von dem Küken, also dem Innenteil von dem 3-Wege-Hahn ab. Das ist mir auch schon so passiert. Wir haben dann den Hebel umgeschweißt und einen neuen Vierkant draufgefeilt, weil so ein Küken kostet weit über 600 Euro. Und dann muss man das unten nur richtig einstellen. Die sind meistens viel zu weit drinne. Die müsst ihr weiter rausmachen, dann geht das Ding auch einwandfrei, wenn das ein halbes Jahr gestanden hat. Ich kann euch da gerne noch genauere Informationen zu geben, wenn es einen interessiert, wie man so einen Küken ausbaut. Das ist nämlich der gleiche 3-Wege-Hahn, der hier oben an dem Tomana-Fass auch drin ist, dieser 8 Zoll. Auch den habe ich schon mal ausgebaut und schön geschmiert, auch wenn auch der mit dem Druckluftzylinder nicht mehr gehen wollte. Mit Gewalt hat das da gar keinen Sinn, weil die Teile aus Hemd- und Messinglegierung sind. Das bricht. Okay, das war es zu meiner Anmerkung zu der Zunhammer Andockstation. Wie gesagt, 12 Volt. Betriebsstunden hat die schon unendlich runter. Das kommt aber daher, weil, muss ich ehrlich mal sagen, weil ich die vergessen habe, mal mehrmals 4 Wochen lang war die an und stand da einfach nur so rum. Das gibt natürlich immens Betriebsstunden. Schade, dass sie es nicht so gemacht haben, dass sie nur die Betriebsstunden zählt, wenn sie wirklich gebraucht wird. Aber sonst ist das super, man braucht nicht vom Trecker absteigen. Echt eine super Sache. So, gleich ist das Fass voll. Das sieht man da dran, dass hier dieser Rettkontakt an dem Magnet da oben sich berühren oder das auslösen und schon geht das Ding zu und dann kann man das einfach über die Fernbedienung wieder zufahren. Das also irgendwie kann man das schön ohne absteigen. Das ist jetzt der Zylinder. Jetzt mache ich einfach hier mit dem
Tastatur-Taste, man muss die gedrückt halten, dann fährt das hinten schön runter. Jetzt ist sie zu. Macht man einfach die Zapfwelle aus und mit dem gelben oberen Knopf fährt man stumpf den Saugrüssel wieder schön zur Seite. Brauchen wir nicht absteigen. Jetzt ist nur das Problem, ich muss hier wieder vom Hof wegkommen. Man sieht da oben, das Dach ist schon etwas zerknittert, weil ich habe hier, ich muss jetzt hier gleich mehr als 90 Grad um die Kurve rum, kann man glaube ich gar nicht erkennen, da muss ich den Weg lang folgen, immer dem Gülle-Silo nach, ich muss da hinten an der Halle vorbei. Das ist schon ein bisschen tricky, also ein-, zweimal bin ich da oben schon angeeckt, weil das sieht man nicht, ob man da hinten irgendwo gegenkommt. Aber wie gesagt, irgendwann gewöhnt man sich dran, dann hat man das Maß halt drin, dann passt das. Wichtig ist nur, dass man hier den Schlauch nicht abreißt, das gibt nämlich eine Riesenschweinerei. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.